Bei uns in Salzburg duftet es schon richtig fernöstlich und das Ganze sogar mit einem Salzburger Ingwer. Und eins kann ich euch schon verraten, unsere Gerichte heute sind richtige Immunbooster. Grüß euch bei Natürlich gekocht. Jetzt haben wir Maroni und Kürbiszeit und da werden wir wunderbare Gerichte kochen heute. Und die Bettina hat sicher wieder eine sehr interessante Challenge für mich. Auf die nährstoffreichen Inhaltsstoffe von Maroni und Kürbis wollen wir jetzt natürlich nicht verzichten. Und zusätzlich baust du noch Ingwer und Nüsse in deine Gerichte ein. Das sind so richtige Immunbooster jetzt zu dieser Jahreszeit. Und der Ingwer, der wird mittlerweile auch bei uns angebaut und da möchte ich echt gerne ein bisschen mehr darüber erfahren. Und du bereitest aus all dem schöne, wärmende Gerichte zu. Den Kürbis, den kriegst du von mir direkt aus dem Garten. Danke für den Kürbis. Klingt sehr spannend. Und bei Maroni, da komme ich natürlich um meine Lieblingssuppe im Herbst nicht herum, nämlich die Maroni-Schaumsuppe. Für unsere Maroni-Schaumsuppe brauchen wir jetzt als allererstes ein bisschen eine Schalotten, einen Knollensellerie und einen Lauch. Das Ganze schneiden wir in kleine Würfel und rösten das an und löschen das dann mit ein bisschen Weißwein ab. Dann lassen wir das ein bisschen köcheln, dass das einreduziert. Dann füllen wir das mit heißem Wasser auf und lassen das zum Schluss dann köcheln. Und jetzt kommen dann noch die Maroni dazu. Die Maroni ist eine weitergezüchtete Form der Esskastanie. Sie sind somit nicht das gleiche, stammen aber beide von der gleichen Pflanzenfamilie ab, und zwar von den Kastaniengewächsen. Auf unseren Märkten, auf unseren Weihnachtsmärkten, kriegt man vor allem die Maroni zum Essen. Sie unterscheiden sich in Geschmack und in der Form. Die Maroni ist intensiver im Aroma und schmeckt süßer und die Kastanie ist kleiner und runder in der Form. Ursprünglich stammt sie aus dem Kaukasus. Sie mag gern das mediterrane Wetter und somit ist sie eher in den wärmeren Ländern beheimatet wie Italien, Südtirol, Frankreich oder auch bei uns in der Steiermark, in dem Burgenland wird sie gern angebaut. Die Esskastanie war früher das Brot der armen Leute. Ein so ein Baum hat eine Person durch einen ganzen Winter gerettet, war somit ein Lebensretter und hat Hunger ferngehalten. Es ist daraus Mehl gemacht worden und zu Brot verarbeitet worden. Heute weiß man aber vor allem den gesundheitlichen Nutzen dieser sättigenden und ballaststoffreichen Maroni zu schätzen. Sie ist glutenfrei und basisch. Sie wirkt regulierend auf unseren Herzschlag und auf unseren Blutdruck. Und das liegt an der hohen Konzentration des Kaliumanteils, der basisch in unserem Körper wirkt. Das enthaltene Kalzium ist gut für unsere Knochen. Aber auch bei Überanstrengung geistiger wie auch körperlicher Art kann man die Maroni ganz toll dazwischen snacken, weil sie ganz viele B-Vitamine enthalten hat, wie B1, B2, B3 und auch B6. Es ist aber auch ganz viel Vitamin C enthalten, das unser Immunsystem stärkt, aber auch unser Bindegewebe strafft. Vitamin E ist enthalten, Linolsäure und Linolensäure, die uns den schlechten HDL-Cholesterin senken und den guten LDL-Cholesterin erhöhen. Sekundäre Pflanzenstoffe wie Phenole und Flavonoide sind auch enthalten, die eine super antioxidative Wirkung haben. Die Maroni wird gern verwendet als Kartoffelersatz, als Beilage, für Püree, für Suppen, für Nachspeisen, aber auch als Mehl, um Brot daraus zu backen. Wichtig ist, dass die Maroni immer verarbeitet wird. Sie soll nicht roh gegessen werden. Die Maroni habe ich heute schon vorbereitet als Püree. Wenn ihr die natürlich frisch bekommt und selber macht, dann wird man die jetzt einritzen, geben die in den Dampfgarer. Da habe ich einen Energiesporttipp für euch. Wenn ihr wollt, dass da wirklich die Nährstoffe und die Vitamine erhalten bleiben, dann gebt sie den Dampfgarer, da spart sie auch noch 50% von der Garzeit. Und die Maroni sind relativ schnell fertig. Dann aus der Schale ausbrechen,
und dann ebenfalls pürieren. Wenn ihr natürlich daheim nicht immer frische Maroni habt, dann könnt ihr natürlich auch fertiges Maroni-Püree verwenden. Dann geben wir dieses Püree in unsere Grundbasis dazu, lassen das noch ein bisschen köcheln. Die duftet wunderbar. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch unsere Sahne und unsere Milch dazugeben. Und einen Verfeinerungstipp habe ich noch für euch. Wenn ihr das richtig speziell haben wollt, jetzt bietet sie an, natürlich im Herbst ein wunderbarer frischer Birnenessig und ein bisschen Bauernbutter und dann das Ganze aufmixen und dann riecht man schon an. Und für unseren letzten Schliff brauchen wir jetzt noch unser geräuchertes Rindfleisch für die Fleischliebhaber unter uns, damit wir da noch ein bisschen einen rauchigen Geschmack drinnen haben. Gehen wir das oben drauf auf den Schaum und noch mit ein bisschen frischer Petersilie dekorieren. Als Hauptgericht kochen wir jetzt ein richtig wärmendes Kürbisgulasch und dazu brauchen wir noch ein bisschen Ingwer. Und da werden wir jetzt dem Tipp von der Bettina nachgehen, dass es in Salzburg ja schon Ingwer gibt. Und da fahren wir jetzt nach Wals und das Ganze natürlich auch noch mit sauberem Strom. Hallo, grüß dich. Hallo Markus, servus. Du, ich habe schon gesehen, du hast das Richtige für mich. Ich brauche für mein Kürbisgulasch einen Ingwer. Ja, wir fangen jetzt gerade mit der Ernte an, siehst du? Ja, Wahnsinn. Das ganze Glashaus ist voll und heute machen wir die erste Ernte. Jetzt ist Oktober und gerade wenn es dann kühler anfängt, dann starten wir nachher mit der Ernte, weil da brauchst du das nachher für das Immunsystem, für abwärmende Sachen einfach. Ja. Und da ist nachher ideal. Die sind so hoch. Für unsere Verhältnisse. Sind wir zufrieden, ist hoch, dort wo er eigentlich ursprünglich herkommt, sage ich mal, tropischen, ja, Indien, Peru, China, ist der natürlich noch viel höher. Wie ist das da mit dem Klima bei uns? Das, ist das überhaupt, ich meine, machbar? Schwierig, aber es wächst. Wo kommt irgendwer her? Im tropischen Raum. Naja, Salzburg und tropisches Klima hat ungefähr sehr viel zum tun. Ja. Und da herinnen, da müssen wir einfach ein bisschen künstlich schauen, dass wir es zusammenkriegen. Wie macht ihr das mit der Bewässerung dann? Wir haben da eben auch spezielle Bewässerung. Schau her. Das sind Nebeldüsen, die was dann das ganz fein versprühen. Und das stellen sie dann, je nach Temperaturen, stellen wir das ein. Alle paar Stunden, für ein paar Minuten, die was nur netter die Blätter benebeln, eben, dass eben wie im tropischen Klima, dass das wirklich nur so ein Dunst ist, dass du sozusagen das Tropische vortäuschen tust, genau. Aber einfach das, was die Pflanzen einfach sehr gern mag. Aber wenn ich dir jetzt so anschaue, man sieht ja da gar kein, also man kennt ja das bei uns eigentlich eher so braun mit der Haut, gell? Die sind ja eigentlich so ein bisschen ganz hellgelb und rötlich. Das ist einfach da beim Ingwer. Wir haben ja so eine kurze Kulturzeit. Da, wo der wächst, wächst der 10 bis 12 Monate. Okay. Der wird angebaut wie ein Erdäpfel bei uns im Vergleich. Ja? Also der wird mit Maschinen ausgelegt, wächst im Freien nur, nicht im geschützten Anbau und wird mit den Vollernten wieder geernt. Okay. Und bei uns ist das sehr aufwendig. Wir fangen mit Dezember fangen wir an, Pflanzen zum Vorkultivieren. Der wird dann 4 Wochen auf 40 Grad vordrehen und dann in die Pflanzenaufzucht gehen. Bis Mitte Mai, bis noch die Eisheiligen, wo du sagst, die Temperaturen passen bei uns, bis dass wir da wieder ins Gewächshaus dann rein können. Ja. Und da wird natürlich dann händisch wieder alles gesetzt. Und dann jetzt haben wir Oktober, jetzt hast du 4 Monate nochmal gut gesagt, wo du sagst, die Kulturzeit ist kurz und der bringt das einfach nicht zusammen, dass die Schalen dann so wird. Ja. Das ist ungefähr, kannst du das im Vergleichen wie ein heuriger Erdäpfel. Der hat ja auch keine Schalen, da fährst du drüber und das ist herunten. Und das ist einfach genau bei dem auch. Aber das ist nicht schlecht für ihn, oder? Ist eigentlich gerade das Besondere, weil das kennst nicht. Du hast eigentlich sonst überall so die verkorkte Schalen. Ja, wo es halt ewig viel wegschmeißt, wenn man das kennt. Und das hast du einfach da nicht, weil der eigentlich sozusagen die Schalen nicht hat. Ist natürlich auch nicht lagerfähig, also das ist wirklich was für eine kurze Zeit. Aber er hat einfach ganz einen anderen Geschmack durch das auch. Boah. Und den kannst du jetzt auch direkt so, kannst du jetzt auch runterbeißen. Den kannst du essen. Hat einfach eine ganz andere Schärfe. Viel intensiver. Ja, der ist richtig intensiv. Ja, weil er einfach die Ausreifung nicht hat. Ich sage aber, ein heuriger Erdäpfel schmeckt einfach auch ganz anders wie einer, der schon ganz lang vor der Lagerung ist. Boah. Und da ist einfach der Geschmack auch, es ist einfach nur mal völliger, nur mal schärfer und einfach der Geruch auch. Wenn wir die Pflanzen waschen, dann da riecht das ganze, die ganze Waschhalle riecht nach Ingwer. Wie viele Versuche habt ihr gebraucht?
dass so weit gekommen seid für jetzt? Ja, also wir sind jetzt schon ganz zufrieden. Es ist natürlich sicher noch nicht ausgetüftelt. Ja. Wir sind jetzt im vierten Anbaujahr. Okay. Wo du sagst, es wird schon, aber es ist natürlich einige Sachen immer noch, wo du verbesserst. Meistens so, wenn wir eine neue Kultur anfangen, brauchst du 5 bis 6 Jahre, bis das dann wirklich das alles ausgearbeitet ist und sagst, jetzt bist du einigermaßen auf deinen besten Weg gekommen. Und wenn ihr jetzt abgeerntet habt, was bleibt dann über? Bleibt da was zurück fürs nächste Jahr dann, oder müsst ihr dann komplett wieder von vorne anfangen? Nein, das wird dann ganz von vorne. Also das wird wirklich abgeernt. Die werden frisch gewaschen zum Verkauf. Aus den Blättern haben wir eben das letzte Jahr auch schon einen Ingwer-Tee gemacht. Cool. Auch, das ist ganz interessant. Ja, dann sollen wir mal ernten, oder? Ja. Am besten ist dich da rein. Mhm. Du hältst von der Pflanze mal das Grün. Ja. Und kannst das dann schön lockern. Und ich locker es von unten her. Einfach ein bisschen beiteln, dass alles runterfällt. Und der wird eigentlich alles mit der Hand geerntet. Anders kann man den auch nicht ernten. Warte, das sticht dann einmal. Wow. Bist du gescheit, hm? Darfst schon ein wenig fest. Der muss dann natürlich jede Zechen handtisch geputzt werden. Und die Wurzeln überall abgeschnitten, die sind überall verzweigt. So, oder? Ja, genau. Naja, mit ein bisschen, was, ein bisschen Übung wird das dann schon, Markus. Ja. Zurück von meiner ersten Ingwer-Ernte. Also ich bin wirklich absolut begeistert, dass es bei uns sowas gibt und welch Aufwand da dahinter steckt, bei uns Ingwer anzubauen. Und den werden wir natürlich jetzt direkt verarbeiten und in unser Kürbisgulasch einbauen, das ein bisschen eine fernöstliche Note kriegt. Nachdem man ja beim richtigen Gulasch mit Rindfleisch das genau gleich macht, gleich für Zwiebel wie Fleischgewicht, machen wir das natürlich bei unserem Rezept auch. Und zwar ganz viel Schalottenwürfel, nämlich gleich viel wie auch Kürbiswürfel, damit wir richtig ein feines Gulasch kriegen. Unsere Schalottenwürfel tun wir dann in ein bisschen Olivenöl anschwitzen, geben dazu ein bisschen eine rote Currypaste, ein bisschen einen rote Currymischung. Und da kommt jetzt auch noch unser Ingwer zum Einsatz. Den schneiden wir in kleine Würfel und schwitzen den da ganz kurz mit. Der Ingwer gehört zu den Ingwergewächsen und kommt ursprünglich aus Indien. Heute wird er hauptsächlich in tropischen Ländern angebaut, aber auch teilweise bei uns. Er ist eines der ältesten, bekanntesten Gewürze der Welt. Er wird sehr gern für asiatische Speisen verwendet. Der Ingwer, der hat Vitamin C, B, Magnesium, Kalium, aber auch Zink, Eisen und Kupfer enthalten. Aber vor allem die ätherischen Öle, die sind sehr erwähnenswert. Desiniol, Borneo und Fallendrehen und Farnesen. Diese ätherischen Öle und vor allem Desiniol wirkt schleimlösend auf Lunge und Nebenhöhlen. Aber es sind auch noch weitere ätherische Öle enthalten, und zwar die Gingerole. Das sind Schafstoffe. Und wir kennen die von der Wirkung her vom Salicin, das auch in unserer Weide enthalten ist. Das wirkt super, wenn eine Grippe in Anmarsch ist, aber auch krampflösend und schmerzstillend. Die enthaltenen Schafstoffe machen uns das Blut dünnflüssiger und wirken auch regulierend auf unseren Blutzucker. Diese erwärmende Wirkung von innen regt uns ganz toll den Kreislauf an. Außerdem fördert sie nur die Verdauungsenzyme zur Arbeit. In der Volksheilkunde in China wird der Ingwer gern gegen Migräne oder auch gegen Parasiten verwendet. Man kann ihn auch äußerlich anwenden. Wenn ich zum Beispiel Schmerzen habe, kann ich mir einen intensiven Teeaufguss machen und die Kompresse auflegen. Oder wenn eine Grippe in Anmarsch ist, nehme ich ein Vollbad, leere ein Kilo Natursalz oder Meersalz rein, mache auch wieder einen ganz intensiven Teeaufguss aus einer halben Knolle Ingwer und vermische das und rühre das unter, lege mich in die angenehm wärmende Badewanne. Wahnsinn, der Duft, der Ingwer entfaltet jetzt seine volle Kraft mit den Gewürzen gemeinsam. Ganz wichtig, nicht zu stark rösten, damit die Gewürze nicht verbrennen, aber schon ein bisschen Farbe geben, dann kommt der Ingwer richtig raus. Und jetzt braucht man natürlich noch Wasser zum Aufgießen. Als Energiespartipp von mir, ganz wichtig, kocht das Wasser in einem Wasserkocher, das spart euch noch mal richtig Energie. Und dann können wir mit unserem Kürbis schon weitermachen.
Der Kürbis, der gehört genauso wie Melone, Gurke und Zucchini zu den Kürbisgewächsen. Und ursprünglich stammen sie aus Mittelamerika. Aber nach der Entdeckung in Amerika haben sie ganz schnell Einzug auf der ganzen Welt und auch in Europa gefunden. Zu den Sommerkürbissen gehört Zucchini, Gurke und Melone, die nicht so lange haltbar sind. Hingegen der Winterkürbis in einem kühlen Keller, dunkel gelagert, bis zu 6 Monate haltbar ist. Der Kürbis ist nicht nur ein Gemüse, sondern auch die größte Beere der Welt. Er ist wunderbar sättigend und hat ganz viele Ballaststoffe, die uns die Giftstoffe aus dem Körper ausleiten. Er hat ganz viel Kalium und Wasser enthalten, was harntreibend wirkt. Außerdem hat er noch Eisen, Calcium, Magnesium und Beta-Carotine, die Vorstoffe von Vitamin A enthalten, die zellschützend wirken, aber auch unsere Schleimhäute und die Knochen gesund halten. Außerdem ist in diesem gesunden Fruchtfleisch noch ein Schatz enthalten, und zwar die Kürbiskerne. Wenn man die rausgibt und trocknet, dann werden die so grünlich-grau. Sie sind super stärkend für männliche und weibliche Unterleibsorgane. In der Volksheilkunde werden sie verwendet zur Kräftigung des Beckenbodens, bei Harnwegsinfekten oder auch bei Prostataleiden. Sie haben ganz viel Selen, Mangan, Zink und Vitamin E enthalten. Aus den Kernen kann man auch noch das Kürbiskernöl gewinnen. Und wenn das bei einem ganz schonenden Verfahren gewonnen wird, dann bleibt sogar noch das Chlorophyll, die Phenole und das Vitamin E enthalten. Ein wunderbares, gesundes Topping für Salate, Suppen, aber auch für Desserts oder in Aufstrichen. In unserer Küche mögen wir gerne den Muskatkürbis, den Hokkaido-Kürbis, Butternusskürbis oder auch den Spaghetti-Kürbis. Den Zierkürbis, von dem sollte man uns wirklich fernhalten, dass er wirklich nur ein Zierkürbis bleiben, weil er ganz viele Bitterstoffe enthalten hat, und zwar die Curcubiazine, die wiederum zu Übelkeit und Erbrechen führen können. Von der Bettina habe ich einen Hokkaido-Kürbis gekriegt. Den werden wir dann entkernen, halbieren, entkernen, in Würfel schneiden, so ein bisschen fleischähnliche Würfel wie beim richtigen Gulasch. Ganz wichtig, die Schale unbedingt mitverwenden, weil da ist die Farbe drinnen. Dann geben wir das in unseren Gulaschansatz und dann lassen wir das langsam köcheln, dass das ein richtig schön sämiges Gulasch wird. Und dann können wir eigentlich schon anrichten, mit ein bisschen frischer Petersilie verfeinern und dann sind wir fertig. Für unser Dessert fahren wir jetzt zu Nicole Leitner, die produziert Nudeln, und zwar aus den Eiern ihrer eigenen Hühner. Und wie Pasta und süß zusammenpasst, da bin ich jetzt schon richtig gespannt drauf. Servus Nicole, grüß dich. Ja, hi Markus, grüß dich. Du machst das Dessert heute, gell? Ja, ich bin schon beim Eier holen. Eier organisieren. Ja, genau, du darfst jetzt mir gleich Glauben helfen. Boah, da traue ich mich gar nicht reingreifen. Ja, schau, ich tue das weg, die Hähne. Dann magst du einfach auf Zeiten schubsen, oder? Ja, die werden wir nur auf Zeiten schubsen. Genau. Schau, das sind natürlich geschafft, die kommen da sind, da oben sind noch ganz gut. Ja, ah ja. Und eins haben wir geschafft. Ah ja. So. Dann lassen wir euch wieder die Ruhe. So, jetzt bin ich aber gespannt auf deine süßen Nudeln. Ja, jetzt starten wir mal mit dem Nudelteig. Da brauchen wir ganz viel Eier. Mit der kleinen Klammer, oder? Jetzt muss ich dich einmal fragen, was ist da eigentlich jetzt der Hintergrund? Wieso machst du das mit den Nudeln? Weil du so viel Eier zum Verarbeiten hast, oder? Ja, weil ich einfach viel Eier habe, das stimmt definitiv. Aber wir haben auch viel Small-Eier und einfach auch alle Eier können wir nicht vermarkten. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich mache einfach die Nudeln selber, weil so kann ich es einfach gut verbrauchen. Und das ist sicher ein Geheimrezept, oder? Voll oder verrate ich das? Natürlich verrate ich das. Natürlich brauchen wir viel Eier und für mich ist ganz wichtig, dass wir das ganze Ei verwenden. Du nimmst die ganzen? Ja, ich verwende die ganzen Eier, weil ich einfach gern immer alles verwende.
Und ich sage mal, im Ei ist auch Eiweiß genauso drinnen und das nehme ich gern her. Und wir machen wirklich einen Messbecher voll nur Eier. Eier sind wahre Nährstoffbomben. Und das, dass sie unseren Cholesterinspiegel erhöhen oder dass man lieber den fetten Dotter weglässt, weil man eher eine fettreduziertere Ernährung haben möchte, das ist längst überholt. Denn der Cholesterinanteil im Ei ist definitiv nicht verantwortlich dafür, dass unser Cholesterinspiegel in die Höhe geht. Und es wäre eine absolute Vergeudung, den fetten Dotter wegzuschmeißen, weil da die allermeisten Vitamine und Spurenelemente enthalten sind. Im Dotter, dass der so schön orange-gelblich ist, sind Carotinoide enthalten. Das muss das Huhn über die Nahrung aufnehmen. Es gibt an die 600 verschiedenen Carotinoide. Es ist auch noch Vitamin B12 enthalten, das gut ist zur Zell- und Blutbildung. Aber auch D-Vitamine, die super sind für unsere Knochen. Mineralstoffe wie Calcium, Magnesium, Kalium und Phosphor sind enthalten. Vor allem ist aber das Ei ein ganz proteinreiches Lebensmittel. Das liegt daran, dass ganz viele essentielle Aminosäuren enthalten sind. Das heißt, die essentiellen Aminosäuren können in unserem Körper nicht gebildet werden, sondern die müssen über die Ernährung aufgenommen werden. Und dabei kann ein Ei fast zu 100% in körpereigenes Eiweiß umgewandelt werden. Das heißt, die biologische Wertigkeit ist fast 100%. Aber ganz spannend finde ich ja die Entstehung eines Eis. Und zwar hat ein Huhn nur einen Eistock, in dem sich die Eifollikel bilden. Und wird es vom Hahn nicht befruchtet, entsteht ein Ei, aus dem kein Nachwuchs schlüpfen kann. Dieser Eifollikel, der wird dann zu seiner Dotterkugel, wandert weiter und wird immer größer und größer. Und in dem Legeapparat im Huhn wandert diese Dotterkugel weiter, dreht sich dabei und es kommen dann später immer wieder noch eine weitere Schicht Eiklar dazu. Dabei bilden sich Schnüre, die sogenannten Hagelschnüre, sodass der Dotter dann später am Platz bleibt, wo er sein sollte. Ganz am Ende des Legeapparats wird dann über Drüsen eine Kalkschicht 20 Stunden lang aufgetragen, sodass diese harte Eischale entsteht. So eine Produktion eines Eis dauert an die 24 Stunden. Wichtig zu erwähnen ist aber nur, dass die Qualität des Eis und der Nährstoffgehalt des Eis sehr stark abhängt davon, wie ein Huhn gehalten wird und was es zu fressen bekommt. Also somit sind regionale Bauern, die ihre Hühner mit Biofutter futtern und eine Freilandhaltung haben, definitiv zu bevorzugen. Und außer die Eier, was hast du sonst noch dabei? Ich habe noch drinnen einen Hartweizengrieß. Okay, sonst nichts? Sonst nichts. Also ich verwende einen Messbecher voll Eier und drei Messbecher voll Hartweizengrieß. Das mischen wir zusammen und den Rest macht die Nudelmaschine. Jetzt haben wir da einen Hartweizengrieß schon drinnen. Und jetzt schalten wir die Maschine ein und lassen langsam die Eier rein. Sehen wir, oder? Da. Normalerweise lasse ich die Nudeln jetzt dann trocknen. Die werden bei uns luftgetrocknet, die stelle ich da auf. Aber heute kochen wir es frisch. Wenn man jetzt keine Nudelmaschine hat, was müssen wir beim Rezept anders machen? Da muss man es definitiv anders machen. Da nehme ich dann zwei Dotter und ein ganzes Ei. Da musst du einfach das, was da jetzt die Maschine macht, dieses Pressen, das machst du dann mit der Hand. Gell? Dann brauchst du einfach dann richtig einen feinen Teig, damit du deine Nudeln machen kannst. Würdest mit der Hand nicht kneten? Nein, das würdest du jetzt nicht kneten, genau. Und wie viele Eier hast du jetzt drin pro Kilo fertige Nudeln? Sieben Eier. Sieben Eier? Sieben Eier. Okay. So, das schaut ja schon gut aus. Ich würde sagen, wir könnten jetzt schon unsere süße Pasta machen. Ja, bin ich gespannt jetzt. Als erstes müssen wir die Nudeln jetzt kochen im Salzwasser, zwei Minuten lang. Und in der Zwischenzeit werden wir uns da unsere Nuss-Brösel-Mischung dazu machen und einen Zwetschgenröster. Ich habe da Nüsse aus meinem Garten, die habe ich jetzt schon gelaugt und habe es auch schon gemahlen. Und dazu werden wir dann ein paar Brösel dazu tun und ein bisschen Zucker. Das lassen wir anrösten. Der Walnussbaum gehört zu den Walnussgewächsen. Und vor über tausenden von Jahren ist er aus Asien zu uns gekommen. Im Juni kann man schon die Blätter ernten und daraus einen Tee zubereiten. Die haben schon speziell tolle Inhaltsstoffe. Die grüne Schale, die wird im August geerntet und aus der wird ganz gern der beliebte Nussschnaps gemacht.
Aber man kann auch einen Tee daraus zubereiten oder ein Färbemittel machen für Stoffe oder auch Haare. Dann kriegt man ganz schöne, glänzend braune Haare. Das Öl der Walnuss wird auch gerne in der Kosmetik verwendet, weil es sehr schön in die Haut einzieht, die Haut zart und weich macht. Die Walnuss gehört zu den ölhältigsten Nüssen und zwar mit 60% Ölanteil. Trotzdem kann es zu einer Idealfigur verhelfen, weil sie ganz viel essentielle Fettsäuren und Botenstoffe enthalten hat, die uns den Stoffwechsel anregen und den Hormonhaushalt positiv beeinflussen. Die Botenstoffe, die bilden das Serotonin, das wiederum Glückshormone in uns auslöst und so den Heißhunger oder auch das Frustessen von uns fernhält. Aus der Signaturlehre heraus sagt man der Nuss nach, dass sie absolute Gehirnnahrung ist, weil sie ja ausschaut wie ein Gehirn. Und das nicht zu Unrecht. Sie hat nämlich ganz viel Omega-3-Fettsäuren, die uns das Zellmembran elastischer machen lässt und somit die Signalübertragung beim Denken beschleunigt. Außerdem hat sie auch noch ganz viel B-Vitamine, Cholin, Lecithin und Magnesium enthalten, was eine absolute Gehirnnahrung ist. Wichtig zu beachten ist nur, dass industriell verarbeitete Walnüsse gerne gebleicht werden oder auch geschwefelt, damit sie länger haltbar sind. Da gehen natürlich die nährstoffreichen Inhaltsstoffe weitestgehend verloren. Zu unserer Walnuss-Brösel-Mischung kommt jetzt noch ein bisschen Zimt dazu. Das verfeinert das Ganze. Zimt wärmt da recht. Das duftet schon richtig gut. Ich habe schon einen Zwetschgenröster vorbereitet, den werden wir jetzt nur aufwärmen, damit das Gericht dann einfach auch schön warm ist. Und unsere Pasta ist auch schon fertig, die werde ich jetzt noch ein bisschen verfeinern. Und zwar mit einem Pastawasser, einem Hüttenkäse und ein bisschen Zucker. Weil erstens kleben es da nicht zusammen und das Ganze wird dann sehr cremig. Ich bin schon so gespannt, wie das schmeckt dann. Ja, dann werden wir es gleich anrichten. Und das i-Tüpfel sind dann noch die Walnüsse. Heute bin ich besonders gespannt, was die Bettina sagt zu dem süßen Dessert. Diese süße, hausgemachte Walnusspasta mit dem Zwetschgenröster ist echt eine kreative Idee. Und die Geschichte mit dem Ingwer war richtig spannend. Du hast da ein paar ganz tolle, wärmende Gerichte gezaubert. Vor allem die Maroni-Schaumsuppen, die hat es mir an da. Die ist so richtig gut kräftigend jetzt dann für die kommende Winterzeit. Das war mir richtig super Feedback. Und wenn euch das gefallen hat, dann gibt es da noch viel mehr Rezepte und gerne uns abonnieren.